Ja, wer den ersten und zweiten Teil schon gehört hat von dem schönen Podcast mit Cindy Deichmann zum Thema Gewicht verändern, der weiß, was bedeutet Gewicht, was für eine Auswirkung das hat, wie Veränderung wichtig ist, was es bedeutet, wenn der Arzt sagt, tut mir leid, wir können Sie nicht operieren, weil Sie zu dick sind. Oder was es bedeutet, die Tochter macht eine OP nach China und die Mutter sagt, boah, und ich nehme 25 Kilo ab, wenn du in einem halben Jahr wiederkommst. Ja, wie geht das? Wie mache ich das? Was passiert in der Zeit? Wie kriege ich halt das alles hin? Ja, das verrät Cindy. Sie gibt weitere Einblicke in das Thema Gewichtsreduktion, Gewichtsveränderung. Und ja, ich habe wahnsinnig viel dazugelernt. Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt. Hört euch den Teil an, es lohnt sich. Und dann gut, ist ja so, dass Jenny wahrscheinlich, nee, Forrest, Entschuldigung, Forrest ist ja derjenige, der gesagt hat, hey, du musst hier ein bisschen was ändern. Und Jenny hat gesagt, das Leben ist ja gut und belohne dich, genau. Dann muss Forrest ja die Überhand be bekommen haben. Irgendwann sagt, hey, Jenny, halt die Schnauze oder wie ging es weiter? Jein. Also es war dann so, es kam dann eine urplötzliche Trennung von meinem Lebensgefährten. Damit hätte ich niemals gerechnet. Also ich war eigentlich, habe ich gedacht, diese Beziehung ist so bombenfest und so glücklich und so gefestigt, da passiert nichts. Und der ist also mehr oder weniger tatsächlich so halbwegs über Nacht weg. Und dann waren erstmal alle tot. Dann war ich tatsächlich zu gar nichts mehr in der Lage. Ich konnte weder essen, noch schlafen, noch laufen. Ich konnte nichts mehr. So, und das war eigentlich der Moment, wo ich gedacht habe, halt stopp mal, jetzt bist du hier komplett, du liegst hier vor dir in einem eigenen Scherbenhaufen. Du musst jetzt hier was machen. Und dann habe ich mir tatsächlich einen Profi gesucht. Ich bin dann losgezogen, habe gedacht, okay, du brauchst jetzt einen Psychologen. Du kommst hier alleine nicht mehr raus. Es ist nicht normal, dass du gar nichts mehr isst. Es ist nicht normal, dass du gar nicht mehr schläfst. Und es ist auch nicht normal, dass du dich gar nicht mehr bewegst. Und ich habe mich gefühlt, als wäre, ich beschreibe das immer ganz bildlich, als würde ich mit offenem Brustkorb total zertrümmert auf der Straße liegen und man würde nur noch mein Herz schlagen hören. Und so habe ich mir, ich habe auch gedacht, jeder Mensch, der mir entgegentritt, sieht das. Der sieht, wie mein Herz pulsiert. So habe ich mich, also diese innere Unruhe. Und dann wurde es eigentlich, also dann war es eigentlich der Profi, der mir irgendwann geholfen hat, das Ganze mal aufzudröseln. Und dann, da habe ich dann erstmal mitgekriegt, ja, irgendwas läuft hier schief. Wenn ich viel esse, dann will ich viel laufen. Wenn ich viel laufe, will ich viel essen. Nicht, ich esse nicht, damit ich laufen kann. Ich laufe nicht, damit ich essen kann, sondern die beiden kämpfen miteinander. Ja, das ist da ein Riesenmachtkampf, der da in mir abgeht. Und der Forrest hat dann tatsächlich, ich sag mal, leider die Überhand genommen. Also ich habe dann irgendwann gedacht, okay, du musst diese Trennung verarbeiten und am besten tust du das, indem du jetzt wieder in eine Diätphase gehst mit sehr, sehr viel Sport. Und dann da habe ich irgendwann feststellen müssen, dass ich allem davonlaufe. Ich habe so viel mich bewegt, ich habe Sport gemacht, ich bin gelaufen, ich bin wirklich Stunden unterwegs gewesen und habe mich um nichts anderes mehr gekümmert. Ich habe urplötzlich nur noch Sport, 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 Sport. Also das Essen funktionierte wieder. Das ging also wieder so im normalen Rahmen. Ich habe ja genug gelernt auch über die Jahre. Also auch für mich. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, Nährstoffe und so weiter und so fort. Das funktionierte. Aber ich habe immer mehr trainiert, um mich nicht mit meiner Seele auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich dann auch total schief gelaufen. Dann war ich so komplett nur noch in diesem Bewegungsmodus und habe auch mich zu Hause um nichts mehr gekümmert, im Prinzip. Also das war dann, also die Sucht hat sich quasi, wenn man so will, ein bisschen verlagert. Also das, was ich früher durch zu viel Essen kompensiert habe, habe ich urplötzlich kompensiert durch immer mehr Bewegung. Und gut, wir haben ja also wo wir uns kennengelernt haben, als wir über das Thema Gewicht reduzieren, Gewicht verändern gesprochen, du hast wirklich im zweiten oder dritten gesagt, Gewicht kriegt man nicht nur durch eine Diät, sondern es muss die Seele auch mit beachtet werden. Veränderung ist mehr. Und jetzt hast du in die Flucht rein trainiert, Sport und, aber die Seele noch nicht beachtet. Und hat die ja wieder, wie hast du es vorhin gesagt, die Seele hat angeklopft.
Ich habe gedacht, du hättest da schon die Tür aufgemacht, um die Seele reinzulassen. Jetzt klopft sie jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit an. Ist sie jetzt durchgekommen oder kam noch andere Situationen, wo du sagst, boah, ich verdränge dich immer noch? Also ich habe es erstmal verdrängt. Meine Eltern haben mich dann irgendwann gezwungen, mit ihnen in den Urlaub zu fahren. Also es war tatsächlich so, die haben angerufen und haben gesagt, pass auf, nächste Woche Dienstag fliegen wir 14 Tage in die Türkei. Du kommst mit. Also ich konnte mich da gar nicht gegen wehren. Und das war so mitten im Lockdown. Das heißt, wir durften dieses Hotel nicht verlassen. Es war ein irrer Urlaub. Wir waren 14 Tage in einem 5-Sterne-Deluxe-Hotel relativ alleine. Und da war das dann so, die haben mich dann immer extrem drauf aufmerksam gemacht. Die haben gesagt, oh, guck mal, jetzt ist um 9, was hast denn heute schon alles gesportelt? So, dann habe ich gesagt, ja, ich war schon eine Stunde im Fitnessstudio, ich habe auch schon 20 Bahnen im Pool gedreht und so. Und gesagt, Mensch, und das alles um 9? Was hast denn bis 11 noch so vor? Und die haben mich dann immer so drauf angepiekt. Die haben gesagt, merkst du das eigentlich noch? Und dann habe ich gedacht, naja, wir sind doch hier im Urlaub und es ist schön und hier gibt's Yoga und da gibt's Bogenschießen und dies und das, das können wir doch alles mitmachen. Was soll ich sonst tun? So, und dann hieß es auch, ja, wie wär's, wenn wir einfach mal am Pool liegen, so im Liegestuhl, lass uns einen Drink bringen. So, das war schon so, also die haben echt ganz heftig darum gekämpft, mir mal vor Augen zu führen, was da nicht hinhaut. Und dann kam dazu 5 Sterne, wir wissen es alle, Riesenbuffets, super, rund um die Uhr verfügbar. Wenn ich dann gezwungen wurde, mich hinzusetzen, dann habe ich mir ein Küchlein geholt oder mir einen Drink bringen lassen, einen Cocktail oder irgendwas. Das heißt, es war, die haben immer gesagt, ja, was machst du denn jetzt als nächstes? Essen oder Sport? So, und die haben mich da immer so mit der Nase so reingestoßen. Und da habe ich mir gedacht, meine Fresse, jetzt lass mich doch in Ruhe. Jetzt zwingt ihr mich mit in den Urlaub. Jetzt will ich einfach die Dinge tun, die ich toll finde. Jetzt lass mich doch einfach, ne? Lass mich doch einfach jetzt hier Urlaub machen. Und ich wusste, danach fahre ich in Kur. Also diese Reha war schon genehmigt. Ich wusste also, ich komme nach Hause. Ich muss meine 10 Tage Corona-Quarantäne absitzen und fahre dann in Kur. Und deswegen habe ich das alles nicht so ernst genommen. Meine Eltern haben eigentlich immer nur so gepiekst und haben immer gesagt, guck mal, aha, sie isst wieder oder sie sportelt wieder. Ne? Und wenn ich dann mal gelesen habe, dann haben sie gesagt, nein, warte, bleib mal so liegen, wir machen mal ein Foto. Das glaubt uns ja kein Mensch, dass du am Pool liegst und ein Buch liest und so. Also die haben es immer so ein bisschen auf diese Schiene versucht. Und dann ist es tatsächlich, in der Reha kam dann tatsächlich dieser riesige Crash, der Giganten in mir, sage ich jetzt mal, weil ich bin dorthin gefahren und ich habe die erste Woche gedacht, das ist ja alles ganz geil, du hast hier einen Haufen Zeit, hier ist ein See vor der Tür, hier ist ein Fitnessraum, hier ist ein Riesenwald und yippie-ja-je und da kannst du sporteln und dann hat mich die Psychologin nach ein paar Tagen einfach aus dem Rennen genommen und hat gesagt, sie machen hier gar nichts. Sie machen einfach nichts. Sie setzen sich auf diesen Liegestuhl und dort bleiben sie sitzen. Ohne Buch, ohne Handy, ohne Turnschuhe, ohne Badezeug. Mhm. Sie sitzen da einfach nur. Und das war der Moment, wo ich nicht mehr ausweichen konnte, wo nicht nur die Tür aufging, sondern wo diese ist ja mal mein inneres Team, so krachend durchgeballert kam, so wie durch so eine Leinwand gesprungen. Ne? Also, und da waren sie dann plötzlich. Und da musste ich mich dann mit denen auseinandersetzen, weil ich durfte nicht weglaufen. Zu essen gab es dann auch nichts. Gab ja nur so feste Essenszeiten. Und da musste ich dann einfach durch. Das war eigentlich der Moment, wo ich kapiert habe, wenn du das jetzt nicht angehst, wirst du im Leben niemals, niemals, niemals diese Freiheit von Gewicht und Veränderung in dir haben. Ja, Wahnsinn. Ja gut, ich habe mal über die Kraft der Schweigeklöster ja auch mal gehört. Wenn man einfach nur da sitzt und alles abschaltet, so ähnlich stelle ich mir das jetzt bei dir auch vor. Genau sowas habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich 48 Stunden komplett alles ausgeschaltet. Ich habe 48 Stunden nur mit mir und der weißen Wand über meinem Bett verbracht. Und es war brutal. Es war wirklich brutal. Man sitzt da, man hat erstmal diese extremsten körperlichen Entzugserscheinungen, also Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Also, und das sind so Kopfschmerzen, die kriegt man auch mit keiner Tablette weg. Die sind so extrem und stechend und so präsent.
ich habe Ibuprofen genommen. Die höchste Dosis wurde nicht mal besser. Ich habe ganz viel geschlafen, die ersten 24 Stunden. Ich habe im Schlaf das Gefühl gehabt, als wenn ich so runtertrudel. So Kreislaufprobleme hatte ich. Also es war schlimmster, ätzendster körperlicher Entzug. Ich bin nicht mal auf den Balkon gegangen oder so. Also ich bin tatsächlich in diesem Bett liegen geblieben. Manchmal habe ich mich auch hingesetzt, aber kein Fernsehen, kein Radio, kein Telefon, nichts. Das Einzige, was ich da hatte, war ein Notizblock, wo ich mir hin und wieder meine Gedanken notiert habe. Na, alles, was dir so im Kopf kommt, das habe ich da so stichpunktartig aufgeschrieben, um auch mal zu gucken, was zeigt sich, wenn du durch nichts abgelenkt wirst. Das war brutal, das war ätzend, also war richtig, richtig heftig, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was mich jetzt auf Dauer tatsächlich retten kann. Weil ich habe mein inneres Team, ich weiß noch nicht, ob ich sie alle kenne, aber es haben sich noch zwei neue Mitglieder. Also im Moment sind wir zu viert und ich. Also Fußball ich ist ja und die schon eine heiße anderen. Fußballmannschaft, ja. Ja, aber auch benennen zu können, aus welcher Ecke kommen welche Bedürfnisse, das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn man das erkennt, kann man für sich sorgen und kann in die Selbstfürsorge kommen und sich damit auch verändern. Und damit dann am Ende das Gewicht und den Körper. Ich habe das nochmal notiert, Selbstfürsorge. Wer sind denn die anderen beiden, also Jenny und Forrest? Welche beiden sind da noch mit aufgetreten, die halt an der Seitenlinie bis jetzt immer standen? Ja, also ganz wichtig, eigentlich die Hauptperson, der eigentlich schon ganz lange da war, das ist der Gulu, das ist mein innerer Vielfraß. Okay. Den habe ich irgendwann tatsächlich entdeckt als heulendes Wesen, was so in der Ecke stand und sich komplett ungeliebt gefühlt hat. Und wo ich gedacht habe, warum ist der so unglücklich? Weil ich immer, wenn ich viel gegessen habe, habe ich mich ja schlecht gefühlt. Ne? Also das war ja ganz normal. Und deswegen habe ich Essen irgendwann auch mit etwas Schlechtem verbunden. Ne? Etwas essen, bis man satt ist, war okay. Aber sobald man auch nur einen Happen mehr hatte, dass man so dachte, boah, den Rest hätte ich jetzt liegen lassen müssen, kam Ja. dieses sauschlechte Gefühl. Und das war so dieser innere Vielfraß, der sich dann zeigte irgendwann. Und die vierte im Bunde ist Henny. Das ist ich sag mal, der schwarze Schatten. Das ist immer so eine gewisse Vorahnung, die man manchmal so hat, wenn man denkt, eigentlich läuft's doch gut. Und man hat so das Gefühl, irgendeiner steht da so hinter der Gardine und beobachtet dich und schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf und sagt, hey, guck da noch mal drauf. Ich glaube, du machst dir da vielleicht was vor. Und dieser schwarze Schatten, man neigt ja auch ganz oft dazu, den einfach mal so ein bisschen zu ignorieren und zu sagen, ach komm. Ne? Aber es ist ganz wichtig, auf diese kleine Nuance, die da manchmal so kommt, einfach mal zu achten. Und das sind die vier, mit denen ich im Moment auch sehr aktiv arbeite, Sehr tatsächlich. cool, ja. Und der schwarze Schatten ist ja wichtig, oder Henny ist ja sehr wichtig, weil das ist das Bauchgefühl, wie ich immer sage. Genau, Auf das sollte man genau. mal hören. Und das Henny wird ja wahrscheinlich durch die Logik, oder bei mir durch die Logik immer ausgeschaltet. Von der Logik muss das so gehen, aber mein Bauchgefühl sagt man, nee, eigentlich muss es anders machen. Und Ja, das ehre. manchmal auch so dieses Vertrauen in die Situation, also dass man so denkt, wieso, es ist doch aber alles gerade total gut. Ja, was willst du denn jetzt? Es ist doch Ja. alles, stimmt doch, es ist doch perfekt, wie es ist. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann darf man feststellen, nee, man macht sich da auch ein bisschen was vor. Ne, man redet sich da vielleicht auch etwas ein, was so nicht ganz richtig ist. Ja, Ja, so, man das redet ist sich manche Dinge schön. Hilft ja auch. richtig. Bringt auch Genau, und das Spaß. hat Hey, die manchmal Welt ist schön und so. genau, und das hat manchmal nichts mit Logik. Die Logik ist der eine Auslöser für den schwarzen Schatten, aber der andere ist eben dieses auch sich selber ein bisschen verleugnen und nicht auf sich achten wollen auch manchmal. Ne? Das ist ja auch so. Also wenn ich zum Beispiel wandern gehe, ich laufe auch noch weiter, wenn die Füße wehtun. Das ist für mich aber okay, weil ich weiß, wenn du nachher zu Hause bist, dann hast du da deine Salben und Bäder und dies und das und ne. Aber dann kann man das auch mal machen. Man darf ja auch mal über eine Grenze gehen. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Muss man vielleicht sogar. Aber dieser schwarze Schatten ist ja eigentlich immer da, wenn man die Grenze vielleicht in dem Fall besser nicht überschreitet. Ne? Ist Oder so. Und Wachstum findet halt außerhalb der Komfortzone statt, wie es so richtig. schön heißt. Also über die Grenzen hinaus. Und dann im Nachts sagen, boah, super, das habe ich auch geschafft. Wie du jetzt vorhin sagtest, 100 Kilometer Marsch und so.
hey, da gab es bestimmt auch Höhen und Tiefen zwischendurch. Ich sage, warum muss ich es machen? Ja, ich mache es. Und dann kommt auch der Stolz. Und da stellen wir schon fest, welche Leistungsfähigkeit wir auch besitzen. Also es darf ruhig ein bisschen drüber sein. Genau. Muss aber trotzdem auf sich aufpassen. Also gerade dieser 100-Kilometer-Marsch, natürlich, ich habe heulend im Wald gesessen in Hanau, mitten in der Nacht. Ich kannte keine Menschenseele in Hanau. Und ich wusste in der Sekunde, wenn du hier nicht wieder aufstehst, behält dieser Wald dich. Weil dem Wald ist das jetzt scheißegal, wer du bist. Du stehst entweder auf und gehst oder du bleibst da. Ende. So, und dann weißt du, okay, du musst jetzt aufstehen und du musst da durch und du musst dich auch mal ein bisschen quälen und da musst du auch mal über den Schmerz gehen. Na, aber es gibt eben Situationen, wo man den Schmerz ernst nehmen sollte und stoppen sollte und sagen würde, okay, oder ich gehe in eine andere Richtung. Ich muss mich da jetzt drum kümmern. Absolut. Jetzt, wie gesagt, mich interessierte, wie heißt er, Honolulu? Wie dann viel Phrasen? Das ist ein schöner Name. Gulo heißt er. Was? Gulo Gulo. Das ist der lateinische Name für viel Phrasen. Achso, Holo Gulo. Okay, wieder was dazu gelernt. Kann ich meine Tochter fragen, die Latein lernt. Holo Gulo Gulo. Na gut. Aber zurück zu dem Thema. Mir war der Ausflug wichtig. Selbstfürsorge, weil du gesagt hast, jetzt hast du die Selbstfürsorge kennengelernt. Da bitte noch mal ein paar Worte dazu. Also es ist ja so, ich habe gerade den Gulu, ich nehme das mal an diesem Beispiel von diesem inneren Fehlfraß. Ich habe Momente gehabt, mit mir erlebt, nicht selten, also ganz, ganz häufig, wo ich quasi neben mir stand. Man darf sich das ruhig so vorstellen. Ich stand neben mir, ich habe gegessen und habe währenddessen zu mir gesagt, ey, hör doch mal auf damit. Du weißt, das ist nicht gut. Was soll die Scheiße? Ja, ich habe richtig so. Und das hat diesen Gulo Gulo ja sehr extrem traurig gemacht und sehr verzweifelt gemacht. Und als ich ihm begegnet bin, lag der wirklich am Boden total verzweifelt. Der kauerte so richtig. Das ist so, ich bin so mit einer Meditation so reingegangen und habe den da liegen sehen. Und der war total verzweifelt, weil er wollte ja nichts anderes als wahrgenommen werden. Und es ist so, das Problem mit einer Fresssucht, wenn man das mal so nennt, ist, ich kann damit nicht aufhören. Ein Alkoholiker kann aufhören mit Alkohol. Ich kann mit Essen aber nicht aufhören. Wenn ich aufhöre zu essen, sterbe ich. Essen ist etwas Essentielles, das muss ich tun. Das heißt, man kann nichts anderes tun, als das zu kontrollieren. Und der wollte, also natürlich wurde der kontrolliert, teilweise ja auch heftig limitiert. Ja, es gab immer Momente, wo ich gedacht habe, nö, jetzt isst du nur noch diesen einen Joghurt und dann ist Schluss. Und dann ist der irgendwann raus, dann ist der eskaliert und dann gab es so eine Fressattacke. Warum? Weil der gesehen werden wollte. Und ich durfte zum Beispiel lernen, dass dieser kleine Gulo Gulo einfach zu mir gehört. Das bin ich, der wird niemals rausgehen, der wird immer in mir leben. Und was ich tun muss, ist, oder tun darf, ist, ich darf ihn einfach liebevoll annehmen und ich darf ihn in den Arm nehmen und sage, hey, du gehörst hierher, du bist ein Teil von mir, du bist Teil von meinem Team, du bist Teil von meiner inneren Familie auch. Ja, es ist ja so, wenn man ein Kind hat und das Kind baut mal Mist, ärgert man sich ja drüber, aber deswegen liebt man ja sein Kind und guckt, wie man diesen Mist wieder gerade biegt. Und genauso muss ich mit meinem inneren Team umgehen. Und das war bei dem Gulo Gulo kam mir das so am mächtigsten in den Kopf. Mit den anderen finde ich diesen Content mit der Konsens mittlerweile ja auch. Und aber da war das wirklich so, dass ich gelernt habe, wann immer ich diese Fressattacken haben will, muss ich den einfach mal in den Arm nehmen und sagen, hey, was ist denn los? Was brauchst du jetzt gerade? Warum ist es dir ganz wichtig, jetzt gehört zu werden? Das ist ähnlich, wenn dein Kind anfängt rumzubocken. Ja. Also das macht dann Sinn. Mein Enkelsohn ist 2, bestes Trainingsbeispiel gerade. Ja, wenn der so seine 5 Minuten kriegt, macht das ja auch Sinn, einfach sich zu ihm zu setzen und sagen, was ist denn los? Was brauchst du denn jetzt? Ne, was macht dich denn jetzt glücklich? Und ähnlich ist es ja mit meinem Gulo Gulo auch. Ja, also das ist, wenn der jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, alles klar, okay, dann esse ich eben heute mal ein schönes Stück Kuchen. Da sterbe ich nicht von, das ist ja alles okay, das ist nicht legitim. Genau. Ne, und der hat dann so seinen Spaß und der wurde mal gehört und dem wurde mal nachgegeben. Der hat dann eben mal sein Gummibärchen gekriegt. Und dann ist er ja auch wieder lieb und friedlich. Und ansonsten darf der zu mir gehören. Und was wir eben machen, wir nehmen uns jetzt auch wieder
öfter bewusster Zeit, was Gutes zu kochen, zum Beispiel. Also aufwendig zu kochen, auch mit meinem Sohn. Wir stehen manchmal 1,5, 2 Stunden in der Küche und machen und schnitteln und brutzeln, um uns was Schönes zu kochen. Was durchaus gesund ist, total gut, limitiert, gute Nährstoffe und so weiter und so fort, wo wir das aber schön zelebrieren, wo wir sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit und wir machen das. Und das tun wir, um diesem Gulu-Gulu seinen Raum zu geben, damit der sieht, hey, auf mich wird jetzt geachtet und ich kriege gleich was Schönes zu essen, weil das ist mir wichtig. Und ja, Und auch die so. gemeinsame Zeit finde ich ja wichtig. Also, dass man Genau. gemeinsam was macht. Also Familienzeit. Ich komme aus einer Großfamilie und das finde ich einfach so. Dieses gemeinsame Kochen, man macht etwas und ja, schmeckt und dann auch die Belohnung durchs Essen. Genau. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir alles aufessen, was wir gekocht haben. Ne, das ist in dem Moment völlig in Ordnung. Man hat das ja manchmal, dass man eigentlich schon satt ist, aber ein bisschen, was ist da gerade noch? Ja, Herrgott, dann wird das eben noch gegessen. Oder dass Genau. man sagt, okay, jetzt, wo wir gerade so nett miteinander sitzen, machen wir uns noch einen Nachtisch oder irgendwas. So, und damit ist jeder Seele in mir, jedem inneren Teamgenossen, ist dann ein Stück Genüge getan. Meine Jenny darf dann auch mal auf der Couch liegen bleiben nach dem Essen und der Forrest weiß, alles klar. Meistens mache ich dann am Tag morgens eine Trainingseinheit mehr, wenn wir so eine schöne Kochsession haben. Der sagt, okay, ja, wir haben uns heute auch schon schön bewegt, also ist alles in Ordnung. Und mein schwarzer Schatten, meine Henny sagt dann einfach, auch guck mal, jetzt haben wir uns das mal so schön gemacht, genießen wir einfach diesen Moment. Wir gucken einfach jetzt mal nur auf. Und so kommt diese Selbstfürsorge, so kommt das so alles in einem. Und das sind die Tage, die ganz wertvoll sind. Man hat gar nichts Besonderes in dem Sinne miteinander unternommen. Man hat einfach zusammen gekocht und zusammen gegessen. Aber es sind so diese Momente, und wenn man die so ganz bewusst schätzt und so jeden Einzelnen in den Arm nimmt und sich dafür bedankt, dass wir das jetzt so schön haben und so nett, macht das ganz viel mit einem. Das macht das Ganze, das macht einen selber sehr, sehr zufrieden. Und man merkt eben abends, man hat sich selber etwas total Gutes getan. Mit sowas Profanem wie mal gemeinsam kochen. Ja, aber es ist mehr. Also es ist nicht nur das Profane, es ist halt Gemeinschaft, das hat was für die Seele, es wird die Seele gestreichelt und das hast du sehr cool auch zusammengefasst. Alle sind glücklich. Also in dieser Familie. Und es ist, denk mir, da liegt das Ganze. Es ist halt kein Kampf mehr zwischen Forrest und Jenny und sag, hey, boah, hey, mach das oder so. Sondern nee, alle sind glücklich und weil sie nämlich auch wissen, du wirst morgen wieder glücklicher gemacht. Also mit den Sporteinheiten und das gibt Ruhe im System. Genau. Und es ist auch so, also wenn man kapiert, dass sie alle miteinander gut funktionieren, wenn jeder seinen Raum kriegt. Ne, das ist auch das, was wir auch von der Familie lernen dürfen, in dem Moment, von dem Außen. Ne, wenn alle so mal bestimmen dürfen, was machen wir heute, und jeder hat so sein Zimmer, wo er sich zurückziehen kann, und jeder darf sagen, was er denkt, und jeder weiß ganz genau, egal was ich tue, ich werde aber geliebt in dieser Gemeinschaft, dann funktioniert ja eine Familie gut. Und so ist es Genau. mit dem inneren Team ganz genauso. Wenn man weiß, okay, jeder darf auch mal raus und jeder darf auch mal über die Stränge schlagen, jeder darf mal seinen Mist bauen, aber wir gehören alle zusammen. Und dann klappt das mit der Seele auch. Und es ist so, dass mir mittlerweile, also natürlich gehe ich regelmäßig auf die Waage alle 4 Wochen, weil ich ja auch diese Coachings Anbieter, ne? Also ich coache ja auch Menschen zu ihrer Traumfigur, und die Leute, die mich beobachten, dürfen auch meinen eigenen Weg verfolgen. Die sehen jeden Tag auch, was ich esse, was ich sportel und so weiter. Das poste ich auch. Und die Leute dürfen auch meinen Erfolg sehen, der sich jetzt wieder. Also ich habe, nur um das vielleicht, oder hättest du es sonst noch gefragt, ich habe von der Reha, die letztes Jahr im Mai war, bis Ende des Jahres über 30 Kilo zugenommen, weil ich Okay. gedacht habe, Cut! Du lässt sie jetzt alle einmal machen und guckst dann, wie du es sortierst. Und ich bin jetzt dabei, diese 30 Kilo wieder abzunehmen. Also insofern, das war so der wahnsinnigste Fakt überhaupt. Es sind jetzt irgendwie 12 oder so, sind jetzt schon wieder weg seit Anfang des Jahres. Aber für mich ist das so, wenn alle mal sagen, was ist denn dein Zielgewicht? Dann sage ich immer, ich habe mich komplett frei gemacht von diesen Zahlen. Für mich ist nur wichtig, dass wir miteinander gut spielen. Also das innere Team, dass das läuft und dass ich, wenn ich Sport mache, will ich Sport, und wenn ich wandern gehen will, gehe ich wandern, und wenn ich statt 5 Kilometer 10 mache, dann ist das in Ordnung, und wenn ich auf der Couch liegen will, dann liege ich auf der Couch, und wenn, ne, also das ist für mich wichtig, dass ich jetzt darauf achte, dass ich immer
auf alle höre, die da in mir irgendwie was haben, was brauchen gerade. Und ich denke mir, dass das Geheimnis ist ja, der Trend ist ja wichtig, in welche Richtung es geht. Und dann erfolgt ja automatisch die Gewichtsreduzierung mit. Also all die Dinge passieren auf dem Weg, weil die Richtung in die richtige Richtung geht. Weil für dich, wo du sagst, das ist meine Richtung und die möchte ich gehen. Und dann kommen automatisch die Ergebnisse. Ja. Natürlich, also klar, logischerweise achte ich auch drauf ein bisschen, weil ich auch diese Disziplin ist ja durchaus in mir. Ne? Und ich habe jetzt gesagt, alles klar, also ich werde im Sommer nochmal 100 Kilometer laufen, im August. Und aber gesagt, bis zu diesem Punkt möchte ich natürlich auch gerne deutlich Gewicht verloren haben. Ob es dann die 30 Kilo sind, das lasse ich mir offen. Ich habe erst gedacht, bis dahin hast du die 30 Kilo wieder weniger. Habe ich gedacht, nee, mach dir mal diesen Druck mit dieser Zahl nicht. Lass das mal. Lass mal den Druck vollkommen raus. Ich sehe ja jetzt, also ich habe jetzt 9 Wochen oder so, bin ich wieder so voll on fire. Und in 9 Wochen 12 Kilo ist ja eine super Tendenz. Da brauche ich mich ja jetzt erstmal gar nicht beklagen. Und wenn es bis August 20 Kilo sind, ist schön. Wenn es 25, wenn es 30, ist völlig egal. Für mich ist wichtig, dass ich mit mir in einem guten Gefühl losgehe auf diese Strecke. Ja, weil ich möchte, natürlich habe ich gesagt, ich mache diese Strecke noch einmal. Ich habe gesagt, ich mache es nie wieder, jetzt mache ich es doch noch einmal. Und ich will die auch bestehen. Also ich will diese 100 Kilometer auch laufen. Ich habe nicht vorher aufzugeben. Das ist so mein Commitment. Ich gehe noch einmal 100 Kilometer in 24 Stunden. Und ich möchte mich einfach so gut wie möglich darauf vorbereiten. Da gehört natürlich die Disziplin auch dazu, dass man sagt, nee, du ernährst dich vernünftig, du guckst auf gute Nährstoffe. Ja, du machst, also ich mache zum Beispiel Intervallfasten. Hilft mir einfach, mich zu kontrollieren, wenn ich weiß, ab abends 18 Uhr gibt es nichts mehr. Hilft mir einfach, ist für mich eine gute Methodik. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich auch die Disziplin durchaus kommen lasse. Und wenn danach, wer auch immer danach klopft und noch irgendwas Süßes möchte oder so, der hat verloren. Vor 18 Uhr ja, nach 18 Uhr nicht mehr. So, also das ist natürlich so dieser Mix. Also man kann es nicht einfach nur so laufen lassen. Nein. Vielleicht würde es funktionieren. Aber so ein bisschen Druck und ein bisschen Disziplin darf ruhig auch dabei sein.